Moin Leute, ich bin's wieder, euer Arkinon und mal wieder ein von euch angeforderter Guide. Ich wurde in-game schon wieder angeschrieben, beziehungsweise es ist genauso ein von euch angefragter und in-game angeforderter Guide wie auch die anderen bisher schon. Und dementsprechend zeige ich heute meinen Arkinon, da wo auch mein Name herkommt, mein Alter beziehungsweise mittendrin umgezogener, von der Horde her zur Allianz gewechselter Furorkrieger, mit dem ich damals in meiner deutschen Raid-Gilde auf der Horde-Seite die Raids unsicher gemacht habe. Gut, wie immer am Anfang die Frage, warum Furorkrieger? Kurz und knapp, Furorkrieger ist eine Tötungsmaschine. Das Ding ist wie Mike Tyson auf Crack. Also wenn man einen Furorkrieger mit ungefähr 100% Arp hat, beziehungsweise schon 100% Arp hat, dann haut man alles kurz und klein. Auf Deutsch, beziehungsweise zusammengefasst, Furorkrieger macht verdammt viel Schaden. Und das ist auch meiner Meinung nach das, was mir am meisten Spaß macht. Er ist einfach der Hau drauf. Er ist der, du kommst erstens nicht weg von mir und ich mach dich platt. Ich find's einfach, es ist ein geiles Gefühl, wenn man vorm Boss steht, sein Blutrausch zündet und dann mit Abfangen bzw. in der Kampfhaltung mit Sturmangriff loscharged und ihm einfach von Sekunde 1 richtig aufs Fressbrett geben kann. Was gibt's eigentlich Geileres? Nichts, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich mich damals auch für diesen Furorkrieger entschieden. An sich, ja, er ist nicht richtig schwer zu spielen, er ist nicht schwer zu meistern. Mit kleinen Tricks und Kniffen kann man sich das Leben für einen Furorkrieger sogar noch ein bisschen leichter machen, da werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Dementsprechend absolut kein Problem. So, gehen wir mal übers Gear. Was braucht ein Furorkrieger? Ganz klar, ich habe es vorhin schon gesagt, Krieger, hau drauf, der hat Platte und Stärke. Ihr seht hier, das T10-Set habe ich leider momentan gerade nur den 2er-Set-Bonus, beziehungsweise ich hätte 3 Set-Teile, dafür das 4. hat es mir leider noch nicht gereicht. Die Set-Bonis sind auf jeden Fall gut, man sollte darauf hinarbeiten, das 5. Set-Teil braucht man nicht unbedingt. Dann eure Stats, wie gesagt, Stärke, Ausdauer. Rüstungsdurchschlag, kritische Trefferwertung, mehr braucht und wollt ihr nicht. Ihr solltet gucken, dass ihr eure Trefferwertung auf 8% bekommt. Ich habe sie leider auf 7,44%. Und da ich meine Hände momentan gerade irgendwie nicht auffinden kann, habe ich momentan noch die PvP-Hände drin. Die Hände, die ich hatte, haben Trefferwertung und nochmal einen Trefferwertungs-Gem gesockelt. Heißt, ich komme genau auf 8%, die auch für euch sinnvoll wären. Waffenkunde braucht man bei Warmane 22%, soweit ich weiß, dadurch, dass es ein bisschen buggy ist. Heißt, ich habe bei meiner einen Waffe mit 19% leider auch noch zu wenig, sollte ich noch ein bisschen nacharbeiten. Also 22% und ihr seid auf der sicheren Seite. Ja. Gut. Wie schon gesagt, Rüstungsdurchschlagswertung ist, was das Sockeln angeht, das A und O. Ihr solltet auf einen Wert von 100% kommen. Ich bin jetzt 6 Punkte drüber. Hab's aber nicht eingesehen, dafür einen ganzen Sockel wegzulassen. Deswegen bin ich lieber 6 Punkte drüber. Aber mehr als 20 Punkte drüber ist Verschwendung. Das heißt, ihr solltet nie drüber haben. 100% ist 100%. Mehr geht nicht. Dann, wie schon gesagt, bleibt bei Stärke. Stärke ist einfach krass. Crit ist auch wichtig, wie ihr seht, ich habe 41,55% Crit, das ist schon ein echt guter Wert, aber geht natürlich auch noch besser. Bei den, oh, upsala, ich sehe gerade, meine Armschienen sind nicht verzaubert. Okay, muss ich ändern. Gut. Dann Waffen habe ich auf beiden Berserker, Scharfrichter brauche ich nicht, ich bin ja schon bei den 100%. Für die Leute, die noch nicht bei den 100% Armor Penetration sind, Scharfrichter gibt euch 120 Armor Penetration, glaube ich, bei Proc.
Wenn ihr das auf beiden Waffen drauf habt, könnt ihr so auf jeden Fall nochmal euer Armor Penetration Rating pushen. So. Genau, dann machen wir hier weiter. Ihr seht Rüstungsdurchschlagswertung eigentlich überall. Bisschen Tempo ist auch nie verkehrt. Und Ringe habe ich jetzt zum Beispiel noch einen anderen im Inventory liegen. Brauche ich aber momentan nicht, weil ich schon Rüstungsdurchschlagswertung gecapped habe. Heißt, ich kann den behalten. Plus ergibt mir Trefferwertung, die ich für mein Cap brauche. Und auch den Ring, ihr wisst es alle, kann man sich im Auktionshaus gut kaufen. Und hier den Ring kriegt man in ICC beim Ruffarmen sowieso hinterhergeschmissen. Trinket-technisch, gut, habe ich die Best-in-Slot-Trinkets. Da habe ich mal Coins investiert, da der damals raidfähig sein sollte. Und ich dachte mir, komm, dem kannst du mal was geben, dann hat er noch ein bisschen mehr Bums. Beiden Trinkets mit den Rüstungsdurchschlagswertungen und den jeweiligen Procs mega stark, mega krass. Und die verstärken nochmal dieses Gefühl, du chargst auf deinen Boss los und klatscht ihn einfach alles voll. Ja, also da gibt's nichts zu meckern. Sind die Best-in-Slot-Trinkets. Ein Trinket, wie ich auch schon in meinem Hunter Guide gesagt habe, den werden sich aber wahrscheinlich die Leute von euch, die Krieger spielen, nicht angucken. Was am Anfang, wenn man am Gieren ist, auch sehr nützlich ist, ist, ich kann mal kurz gucken. Das ist Instanzen, WOTK, Schmieden der Seelen auf Heroisch. Dieses Trinket hier erhöht die kritische Trefferwertung um 114 und bei einem kritischen Nahkampf- oder Distanz Treffer besteht die Chance, eure Rüstungsdurchschlagswertung 10 Sekunden lang um 678 zu erhöhen. 678, ihr braucht gerade mal 1400 für 100%. Dann 678, krasser Scheiß. Also, wer von euch gerade noch am Gieren ist und noch nicht das Gear hat, um mit seiner Ausrüstung auf 100% zu kommen, holt euch dieses Trinket, es lohnt sich. Dauert zwar immer ein bisschen, bis man es gefunden hat, dadurch, dass man diesen Dungeon nur einmal am Tag machen kann. Sobald ihr es aber habt, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Gut. Genug vom Gear. Kommen wir zu den Talenten. Und da fangen wir an. Im Mainbaum, im Furorbaum. Auch hier habe ich mir, wie bei den anderen Guides, ein paar Talente rausgeschrieben, auf die ich nochmal kurz eingehen möchte. An sich für euch aber eigentlich nichts Besonderes. Ansonsten guckt euch hier meine Talente an, könnt sie kopieren. Ich gehe sie ja langsam genug durch, dann könnt ihr die auch so einsetzen, wie ihr sie haben wollt. So, also worauf ich als erstes eingehen will, ist Todeswunsch. Das ist hier unten. Ist euer großer Schadens-Cooldown. Bei Aktivierung erhöht er den verursachten körperlichen Schaden um 20%. Man kriegt zwar auch 5% mehr Schaden, juckt aber in den meisten Fällen nicht, weil, ja, wer braucht's? Keiner braucht's. Gut. Den also quasi immer auf Cooldown halten, am besten mit Tollkühnheit zusammen, wobei das meistens nicht geht, weil Tollkühnheit hat ja ein bisschen längere Abklingzeit, worauf ich nachher nochmal eingehen werde. Dann Schlaghagel, relativ nützlich. Ihr werdet es nachher sehen, der Stack baut sich relativ schnell auf und Schlaghagel ist eigentlich fast die ganze Zeit aktiv. Also dadurch, dass wir eh viel critten, drei Schläge mit 25 mehr Tempo oder 25% mehr Tempo, klar, mitnehmen. Dann haben wir Blutdurst. Blutdurst ist unsere Nummer 1 hier vorne, unsere Main-Schadensattacke. Ja, braucht man eigentlich auch nicht viel zu sagen. Man kriegt sogar noch ein bisschen Leben zurück, was eigentlich irrelevant ist, weil es dann doch wieder nicht genug ist, dass es sich irgendwie auszahlt. Aber es macht ordentlich Schaden. Und mit 4 Sekunden Abklingzeit eigentlich fast durchgehend ready. Ja, schäumendes Blut. Schäumendes Blut ist was ganz Wichtiges. Und da kann man nachher auch noch mit Power-Auras ein bisschen das Leben des Kriegers erleichtern. Und zwar mit der Fähigkeit Heldenhafter Stoß, Blutdurst und Wirbelwind. Erzielte Treffer haben eine Chance von 20%, dass das nächste Zerschmettern innerhalb der nächsten 5 Sekunden spontan gewirkt werden kann. Zerschmettern hat normalerweise eine 1,5 Sekunden
Castzeit, wird aber von mir nie gecastet. Ich warte immer, bis ich diesen Proc bekomme, lasse sie mir dann hier durch einen orangenen Kreis anzeigen. Ihr werdet es nachher sehen, wenn ich meine Rotation mache. Und verwende es nur dann, wenn es ein Instant Cast ist. Gut. Dann noch den letzten Talentpunkt von Furor, ist der Titangriff. Der Titangriff heißt, man kann zwei Zweihandwaffen in beiden Händen tragen. Aber die Leute, die von euch hier sind, die wissen das wahrscheinlich schon, weil die werden wahrscheinlich sogar als Furor gelevelt haben. So. Was auf jeden Fall auch noch wichtig ist, ist im Waffenbaum tiefe Wunden. Eure kritischen Treffer lassen das Ziel bluten und verursachen 6 Sekunden lang 48% des durchschnittlichen Schadens eurer Nahkampfwaffe. Ihr werdet es nachher sehen, ich charge auf den Gegner, hau einmal drauf und er hat Blutung aktiv, tiefe Wunden und kriegt dadurch eigentlich die ganze Zeit Blutungsschaden. Ist nicht nur im PvP gegen Schurken sehr effektiv oder gegen Druiden oder allgemein gegen Klassen, die sich nicht hochheilen können, wie Hunter oder so. Nein, es ist auch beim Boss relativ nützlich. Vor allem, wenn man AOE-Schaden macht, kann man einfach auch mal AOE-Blutungen verteilen und das haut dann auch nochmal ordentlich Schaden raus. Schutz haben wir nichts geskillt, brauchen wir auch nicht. Von dem her gehen wir jetzt zu den Glyphen. Bei den Glyphen, dadurch, dass es mein damaliger Main-Raid-Char war, habe ich eigentlich alle Glyphen drin, die wirklich sinnvoll sind. Verringert die Gesundheitskosten von Blutrausch. Gerade am Anfang, wenn ich keinen Bock habe, von Kampfhaltung den Charge zu benutzen oder ich merke, ich habe Wutprobleme, Blutrausch aktivieren und man kriegt Wut und es kostet aber kein Leben mehr. Also man hat davor einen prozentualen Anteil Leben zahlen müssen, braucht man jetzt nicht mehr. Heldenhafter Stoß. Wenn eure Fähigkeit Heldenhafter Stoß kritisch trifft, erhaltet ihr 10 Wut. Das ist eine Fähigkeit, die wir eigentlich durchgehend aktiv haben, wenn wir Single-Target-Damage machen. Dementsprechend Wut zurückzukriegen, weil Wut ist ja unsere Ressource, ist immer nice to have. Erhöht die Dauer eurer Fähigkeit Schlachtruf um 2 Minuten, darauf werde ich nachher noch eingehen. Das sind die Buffs, die wir mitbringen für unseren Raid. Genauso hier Fähigkeit Befehlsruf um 2 Minuten, das heißt, die halten einfach jetzt 4 Minuten anstatt nur 2 Minuten. Dann Spalten, erhöht die Anzahl an Zielen, die von Spalten getroffen werden, um 1 für AOE, Angriffe. Ja, braucht man eigentlich nicht groß was zu sagen. Spalten macht AOE richtig schön viel Schaden. Was will man mehr? Und verringert die Abklingzeit von Wirbelwind um 2 Sekunden. Wirbelwind ist auch eine unserer Main-Schadensfähigkeiten. Sowohl AOE als auch Single-Target-mäßig ein krasser Schaden, werdet ihr nachher sehen. So, gut, kommen wir zur Kampfvorbereitung, beziehungsweise zu den Cooldowns, die genutzt werden können, müssen oder sollen. Ihr habt 2 große Schadens-Cooldowns, das eine ist Todeswunsch und das andere ist Tollkühnheit. So, beide aktivieren, macht den meisten Schaden. Für die, die Tollkühnheit nicht kennen, die nächsten 3 Angriffe haben eine kritische Chance von 100%. Ja. Erlittener Schaden wird jedoch um 20% erhöht. Uninteressant meiner Meinung nach, außer im PvP, aber selbst da, den Schaden, den man da rausdrückt, ist einfach immens. Vor allem, wenn ihr das am Anfang macht, wenn eure Trinkets brocken. Ulala, holla die Waldfee. Da geht's dann richtig ab. Die beiden Buffs, wie ich vorhin schon gesagt habe, ihr habt 2 Buffs. Der erhöht die Angriffskraft um 605. Ihr seht es hier, 550, dadurch, dass ich es geskillt habe, 605. Und Befehlsruf steigert unser Leben. Leider stacken die nicht mit Segen der Macht bzw. mit Kings von den Paladinen. Heißt, wenn ihr einen Paladin in der Gruppe habt, der Segen der Macht bufft, lasst Schlachtruf weg und andersrum Befehlsruf weg. Nicht schlimm, aber einfach merken. Gut, dann haben wir noch 2 Würfe. Gut, den kann man nur in der Kampfhaltung machen. Heißt, man müsste rumswitchen. Dieser Wurf, der entfernt Bubble zum Beispiel oder irgendwelche Schilde. Oder macht halt so Schaden.
Und hier heldenhafter Wurf. Auch. Ist auch gut zum Pullen, wenn man irgendwie einen Mob alleine herziehen muss oder so, dann gerade auch als Tank, weil ihr seht, erzeugt ein hohes Maß an Bedrohung. Dann zuschlagen, von vielen unterschätzt. Leute, wenn eure Klasse kicken kann, dann macht das auch. Ihr glaubt gar nicht, wie ihr den Tank, eure Gruppe und vor allem die Heiler entlastet, wenn ihr irgendwelche großen Fähigkeiten von Mobs oder Bossen oder sei es nur Trash-Mobs einfach unterbrecht. Das ist krass. Nicht vergessen, legt euch auf einen Cooldown, der bequem zu erreichen ist. Bei mir ist es F und benutzt es. Ein kleiner defensiver Cooldown, wütende Regeneration, stellt im Verlauf von 10 Sekunden 30% eurer gesamten Gesundheit wieder her. Wenn ihr merkt, euer Heiler ist überlastet, ihr droppt zu stark, ihr wollt euren Heiler entlasten oder euer Heiler ist tot und ihr müsst die letzten paar Prozent von dem Boss noch runterkriegen, droht aber zu sterben, knallt's rein, 30% mehr Leben. Ja. Muss man eigentlich nicht wirklich viel dazu sagen. Dann hinrichten. Hinrichten ist die Fähigkeit, die ab 20% Gesundheit ready wird. Die nimmt auch einen großen Punkt unserer Rotation dann ein. Ab 20% wird hinrichten immer auf Cooldown benutzt, beziehungsweise immer, wenn es ready ist. Die Blutungen werden noch aufrecht gehalten. Aber ansonsten wird hinrichten gespammt, weil es einfach den meisten Schaden macht. So, ich guck gerade noch mal. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, dann fange ich mal an mit der Single-Target-Rotation. Ich mache es meistens so vom Boss, ich starte Blutrausch, mache mit Q Abfang, ziehe meine Cooldowns und dann gibt's aufs Maul. Heldenhafter Stoß, immer gedrückt halten, dass die automatischen Angriffe immer mit heldenhafter Stoß verstärkt werden bei Single-Target-Damage. Interessant finde ich, dass ich momentan gerade noch keinen Proc habe für meine Power Aura. Eigentlich müsste das funktionieren, tut aber irgendwie gerade nicht. Mal schauen. Jetzt. Ihr seht, das ist meine Power Aura, heißt, ich kann jetzt zerschmettern, instant nutzen, ohne Castzeit. Und das kriege ich dann wie hier auch wieder angezeigt und kann es einfach benutzen. Falls ihr Fragen zu Power Auras oder zu anderen Addons von mir habt, könnt ihr mich gerne auch in-game anschreiben. Ich kann da auch gerne ein Video zu machen, da erkläre ich das auch nochmal, wie ich das verwende. Ist auf jeden Fall ganz nützlich. Und ihr seht, ich verpasse so eigentlich keinen meiner Freecasts. Cool. Mehr ist es eigentlich nicht. Ein bisschen schade, dass die Puppen einen nicht auch ein bisschen hauen, weil da kriegt man dann in der Berserker-Haltung auch nochmal mehr Wut. Und man kann noch mehr kämpfen. Normalerweise geht man nicht out of Wut, wenn man Schaden erleidet. Dann, ihr habt es vorhin gesehen, zerschmettern auf Cooldown, wenn es ready ist, beziehungsweise wenn bei mir hier dieser orangene Kreis kommt und mein Talent geprockt ist. Ansonsten gibt es nur noch die Multi-Target-Rotation und die unterscheidet sich von der Single-Target-Rotation eigentlich nur in einem Punkt. Und zwar normalerweise halten wir ja heldenhafter Stoß immer gedrückt. Diesmal ist es aber Spalten, heißt unser nächster automatischer Angriff trifft halt jetzt mehrere Ziele, wie ihr jetzt seht. Also im Prinzip einfach heldenhafter Stoß mit Spalten austauschen und ihr seid gut gewappnet für Single-Target-Damage. Für Multi-Target-Damage, tut mir leid. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Hier nochmal der heldenhafte Wurf, könnt ihr euch den auch nochmal angucken. Klatscht dem anderen einmal voll an den Kopf gebrezelt. Auch relativ nützlich. Wie gesagt, gerade vor allem, wenn man jemanden pullen muss oder nicht. Wenn man im Kampf, das was ich finde ich auch immer sehr gut, wenn man im Kampf dann auf einmal wechseln muss, heißt, man muss irgendwie dann einen Trash-Mob anvisieren oder sonst was. Ihr habt euer Ansturm. Sehr, sehr, sehr nützlich.
Leider Gottes habt ihr darauf ein bisschen Cooldown, heißt, ihr müsstet jetzt ein bisschen warten, um das erneut zu verwenden und zum Boss zu kommen. In dem Fall müsst ihr halt einfach wieder zum Boss laufen. In der Zeit cast ich meistens ein heldenhafter Wurf, von dem her gleicht sich das eigentlich auch wieder aus. So, das war jetzt ein Fehler, jetzt habe ich ihn gerade gecastet, aber gut. So, ihr habt jetzt die Rotation drin, habt auch gesehen, hier diesen Blutungseffekt. Na, wo ist er? Da, genau. Ihr seht den Blutungsdebuff auf dem Monster. Das ist dieses tiefe Wunden. Ja, macht Schaden. Macht Sinn. Ja. Gut, dann noch im Überlegen. Was gibt es sonst noch sozusagen? An sich eigentlich nicht viel. Außer, dass ich, wie gesagt, vorhin schon den Krieger einfach mordsmäßig spaßig finde. Es macht einfach Spaß, dieses Reinchargen, dem Gegner die Fresse polieren. Es macht einfach Bock. Vor allem in RDF-HCs werde ich euch dann nachher auch nochmal zeigen. Ja. Für mich einfach die ideale Klasse für die Leute, die Bock haben, ein bisschen Aggression rauszulassen und ein bisschen rumzuroffeln. So, dann würde ich mich jetzt hier bei euch wieder fürs Zuschauen bedanken. Wie immer, falls ihr Fragen habt oder irgendwelche Sachen nochmal genauer erklärt bekommen haben wollt, schreibt es in die Kommentare, ich gehe darauf ein, ich versuche eure Fragen zu beantworten. Und ansonsten verlinke ich euch jetzt hier gleich noch ein Video, wo ihr den Furorkrieger in Aktion seht, damit ihr dann auch mal beobachten könnt, wie das Ganze dann in der RDF-HC aussieht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bestimmt in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, haut rein, euer Arkinon.